Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Prediction. Wir sind wieder am Start mit der 14. Episode mit euren persönlichen Vorschlägen und Wunschspielern und damit mit der 17. insgesamt. Wenn es euch gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Über 1000 Likes wären richtig nice. Links in der Videobeschreibung zur weiteren Unterstützung zu Randy Run, Facebook, Twitter, Instagram und Amazon. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich muss noch mich kurz rechtfertigen. Ich habe jetzt aber mal ausnahmsweise einen Timecode bzw. einen kleinen, sag ich mal, eine kleine Zahl in der Videobeschreibung, wo ihr draufklicken könnt, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt. Es geht um Mesut Özil nochmal zur letzten Episode. Ich will das nochmal ganz kurz erklären. Viele von euch haben geschrieben, Max, du guckst die Spiele gar nicht. Max, du hast keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, Leute, ich gucke jedes Spiel der Premier League so ziemlich. Also zumindest die Highlights. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch wenn Özil eine gute Rückrunde gespielt hat, guckt euch mal Santi Cazorla im Vergleich an. Soll Cazorla dann ein niedrigeres Rating haben als Özil, auch wenn er wichtiger für das Spiel von Arsenal ist? Das finde ich persönlich ein bisschen unfair. Dementsprechend sollte Özil so auf dem 85er Rating bleiben, weil er einfach meiner Meinung nach nicht mehr so Weltklasse ist, wie er bei Real Madrid war. Es kann eine andere Meinung bei euch sein, aber das heißt nicht, dass ihr sagen müsst, dass ich keine Ahnung habe oder die Spieler nicht gucke, denn das ist definitiv nicht der Fall. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Spielern für diese Episode. Und da starten wir durch mit einem, der zu Barcelona gewechselt ist, und zwar von Sevilla. Und sein Name ist Aleix Vidal. Ist an sich ein sehr, sehr interessanter Spieler, ist nämlich Rechtsverteidiger bzw. rechter Mittelfeldspieler, den Barcelona ja so dringend braucht, wenn sie jetzt Montoya verkauft haben. Haben zwar noch Dani Alves, aber Aleix trotzdem, naja, sagen wir mal so, eine Mixtur aus rechtem Mittelfeldspieler und rechtem Verteidiger. Er würde allerdings, glaube ich, nur ein 75er Rating haben, wenn er Rechtsverteidiger wird. Wenn er rechter Mittelfeldspieler wird, könnte ich mir auch ein, naja, 77er, 78er Rating vorstellen. Er hat für Sevilla nicht wirklich gut gespielt, hat ja auch Man of the Match bekommen, aber als Rechtsverteidiger fehlen ihm einfach so ein bisschen die Stats. Vielleicht entwickelt er sich noch weiter im Winter ein Upgrade, wenn er Rechtsverteidiger dann spielt, aber momentan ist sein Defending noch zu niedrig, deswegen nur eine 75, wenn überhaupt, vielleicht auch sogar Silberspieler, kann ich mir aber persönlich nicht vorstellen. Wenn man von Sevilla zu Barcelona geht, kriegt man meistens das Gold Rating und notfallsweise werden sie einen rechten Mittelfeldspieler machen. Ich weiß allerdings nicht, als was die ihn verpflichtet haben, die Katalanen. Kann sein, dass es als Rechtsverteidiger ist, also dazu Dani Alves. Kann sein, dass es als rechter Mittelfeldspieler ist, was ich mir nicht vorstellen kann, weil sie nur mit rechtem Flügel spielen und nicht dieses System, wie Sevilla es macht. Aber gut, wir werden sehen, was sich da entwickelt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und damit kommen wir zum nächsten Spieler für diese Episode. Und das ist der erste und einzige Silberspieler namens Raúl Bobadilla. Der wird aber nicht mehr Silber bleiben, der kommt nämlich zum Goldspieler und wird 74 Tempo haben, 75 Dribbling, 78 Shooting und 82 Physik. Sind zumindest meine Sets, die ich für ihn predikten werde. Hat eine sehr gute Saison gespielt bei Augsburg, die allgemein bombastisch gespielt haben. Hat sich weiterentwickelt. Ich hätte ihn gerne bei Hannover, weil der wirklich ein ziemliches Tier ist. Dazu einen unfassbar geilen Schuss hat, relativ schnell ist, relativ technisch stark noch ist. Und einfach, nein, ich finde ihn einfach sympathisch. Ich mag den einfach total gerne. Dementsprechend 76er Rating für ihn. Eine sehr, sehr interessante Karte auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen können. Aber Argentinien in der Bundesliga sollte auf jeden Fall auch selten sein. Von daher umso besser, dass diese Karte so aussieht, wie ich sie jetzt hier gerade zumindest predicted habe. Schreibt mal eure Meinung wieder in die Kommentare. Und schreibt natürlich auch rein, welchen in der nächsten Episode sehen wollt. Einer, der oft gewünscht wurde, weil ich viele Bremer unter meinen Zuschauern habe, war Franco Di Santo. Den werde ich jetzt auch mal machen hier. Ihr seht schon, 78er Rating, 74 Tempo, 79 Shooting, 77 Dribbling, 76 Physics. Die Stats ähneln so ein bisschen denen von Bobadilla, aber ansonsten ist das wirklich eine sehr, sehr gute Karte. Ich sehe, wenn mit 64 passen, 76 Physics, zusammen mit den 79 Shooting und 77 Dribbling, haben wir auf jeden Fall eine gute Kombination erwischt. Und ich denke mal, er wird sich bei Bremen weiter etablieren und durchsetzen, wenn er denn bei Bremen bleibt. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, er will ja angeblich da bleiben und nicht mehr ins Ausland wechseln. Was ich ihm auch, naja, ich würde jetzt nicht sagen, empfohlen hätte, weil Bremen sich ja zumindest nach dem Ende der Hinrunde sehr stabilisiert hat. Aber was ich ihm zugetraut hätte, auf jeden Fall ins Ausland zu gehen, müssen wir mal schauen, was sich da entwickelt. Aber ich glaube, wenn er da bleibt, dann haben wir da auf jeden Fall noch weiteren Spaß mit dem nächsten Argentinier, dem der Stürmer ist in der Bundesliga, für diese Episode zumindest. Und ich denke mal, sowohl Bordia als auch Di Santo können uns im nächsten Jahr sehr viel Spaß bereiten. Wir kommen zu einem weiteren Stürmer, der ist aber diesmal nicht argentinisch, auch wenn man da die gleiche Sprache theoretisch spricht. Der ist nämlich jetzt spanisch und kommt aus der Serie A. Sein Name ist Alvaro Morata. Der kommt ursprünglich ja von Madrid, ist zu Juve gewechselt. Madrid kann ihn wohl irgendwie zurückkaufen, aber momentan ist er, glaube ich, fühlt sich ganz wohl bei Juve, soweit ich das mitbekommen habe. 83 Tempo, 81 Dribbling, 78 Shooting, 76 Physik mit einem 80er Rating. Ich wollte ihm erst 79 geben, aber auf SoFIFA stand auch die Prediction mit 80 und alle haben gesagt, 80er Rating wäre schon in Ordnung. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und Leute, die Stats im Vergleich zu letztem Jahr, also letztes Jahr haben die echt, wenn das denn wirklich so gestimmt hat, dann muss er sich extrem weiterentwickelt haben oder sie haben halt Bullshit gebaut, weil Dribbling 81, das hat er momentan auch in Head-to-Head, ne? Deswegen muss man immer so ein bisschen drauf gucken. Ich mache ja die Stats quasi, wie sie momentan auch in Head-to-Head sind. Und 83 Tempo, 81 Dribbling, 78 Shooting, 76 Physics. Das sind plus 9 Physics, plus 7 Dribbling und plus 5 Tempo. Das ist schon ziemlich beeindruckend, aber es passt halt einfach auch zu Morata, weil nach dem, was ich gesehen habe, auch von ihm die Saison, er ist ja wirklich ein sehr, sehr talentierter Stürmer, der auf jeden Fall noch einiges an Potenzial hat und das auch immer weiter ausschöpft. Von daher können wir uns auf den auch auf jeden Fall freuen, meiner Meinung nach. Und mal schauen, was der nächste Saison so reißt.
heißen wird. Ich meine, Tevez ist jetzt weg, hat aber dafür Konkurrenz bekommen mit Dybala. Vielleicht wird das die junge Kombination im Sturm bei Juve. Wir werden sehen. Es wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice, wenn die nächstes Jahr die Liga zerschießen würden. Wir kommen zu Luis Nani. Der geht zu Fenerbahce Istanbul und zwar von Sporting bzw. Manchester United. Warum er in die türkische Liga geht, weiß ich nicht. Er hat sich eigentlich in der portugiesischen gut, ich sag mal, etabliert und auch präsentiert. Dachte ehrlich gesagt, bei United würde er auch eine Chance bekommen, aber so geht er halt zu Fenerbahce. Habe ich aber bereits heute auch schon im FAQ angesprochen, wie ich den Transfer finde. Und an sich hat Nani, naja, in Head-to-Head gute Werte, deswegen 80 Shooting, 82 Passen, 66 Physics, ansonsten bleiben die Werte gleich, das Rating bleibt auch gleich. An sich sehen diese Stats fast schon zu krass aus für ein 82er Rating, aber schreibt mir mal in die Kommentare, könnt ihr euch vorstellen, dass die Karte so aussieht, oder könnt ihr euch sogar vorstellen, dass er gedowngradet wird, weil er halt in die Super League geht und die Super League natürlich jetzt, naja, als Rentnerliga zumindest abgestempelt wird, auch wenn das nicht unbedingt stimmen muss, aber schreibt es auf jeden Fall mal unten rein, meint ihr, Nani kriegt ein Upgrade, bleibt gleich, oder kriegt sogar einen Downgrade, weil er in eine etwas schwächere Liga wechselt, als es die Premier League ist. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese Episode und ich glaube, für den werde ich relativ gehatet werden. Übrigens Nani natürlich mit 5-Star-Skills, Morata mit 3 bis 4, ich denke mal eher 3, Di Santo mit 3, Bobadilla mit 3 und Aleix wieder ebenfalls mit 3 Sterne-Skills, um das mal eben geklärt zu haben. So, wir kommen zu Xherdan Shaqiri. Ich habe jetzt genug Zeit gegeben, den Dislike dazulassen, aber Shaqiri wird für mich nächste Saison 79er Rating bekommen. Der hat sich bei Inter einfach genauso wenig durchgesetzt wie bei den Bayern. Er hat nichts von dem gezeigt, was man erwartet. Man hat gedacht, okay, der geht jetzt zu Inter, der wird jetzt richtig ausrasten. Der hat ja jetzt einen Verein, wo er quasi gesetzt ist, wo er nicht mehr so hinten dran steht unter Robben und Ribéry. Und er hat einfach nichts von dem gehalten. Er hat nicht gut gespielt in Italien. Er hat ab und zu mal ein wenig von seinem Talent aufblitzen lassen. Aber das, was der in der Schweizer Nationalmannschaft zeigt, das kann der einfach nicht im Vereinsfußball auf den Platz bringen. Jetzt geht das zu Stoke, warum auch immer, ist jetzt auch nicht so der Riesenverein, ich denke mal, da waren auch größere interessiert, aber da kriegt er wieder Spielpraxis, spielt in der besten Liga der Welt, vielleicht entwickelt er sich weiter, momentan sehe ich ihn eher im Downgrade-Bereich, auch wenn die Stats nicht wirklich gedowngradet werden, nur minus ein Shooting, minus ein Passen und sogar plus ein Physics, minus ein Dribbling und naja, wir müssen einfach mal schauen, wie er sich entwickelt, schreibt mir in die Kommentare, ich mag Shaqiri, ja, ich hype ihn nur nicht so sehr, wie viele andere es tun, ich bin aber wirklich sehr gespannt, wie der sich entwickelt wird und wie das Rating sein wird, weil eigentlich hat er diese Saison nichts getan, um sein 80er-Rating zu rechtfertigen. Abgesehen von seinen Leistungen in der Nationalmannschaft und von daher bin ich wirklich da sehr gespannt, fast so gespannt wie bei keinem anderen Spieler. 5-Star-Skills könnte ich mir bei ihm wiederum vorstellen, 4-Star-Skills werden es mindestens werden, aber mit 5-Star-Skills wäre die Karte natürlich pervers für die Premier League, von daher können wir uns auch auf so eine Karte, ob sie jetzt 79 oder 80 Grad ist, auf jeden Fall freuen. Wir kommen zum letzten Spieler für diese Episode und das ist Kevin Trapp, der geht wohl zu PSG und das Ganze steht so gut wie fest, 7 Millionen Ablöse waren es glaube ich oder 9, ich glaube 9 waren es. Und naja, er hat ein 80er Rating dieses Jahr, ich denke mal, da wird sich nicht viel dran ändern. Ich habe jetzt plus ein Positioning gegeben, plus zwei Tempo und plus ein Hechten, ansonsten bleibt die Karte gleich. Er hat jetzt nicht wirklich was gerissen diese Saison, wie auch, ich glaube, er war lange verletzt, soweit ich mich erinnern kann. War aber gut, nachdem er wieder da war, trotzdem denke ich mal, dass der wird einfach nicht irgendwie einen riesen Upgrade jetzt bekommen. Das wäre auch unnötig, das wäre unangebracht und von daher 80er Rating für ihn nächste Saison. Vielleicht bei PSG, vielleicht bei Frankfurt, je nachdem, was passieren wird. Auf jeden Fall wäre dieser Schritt in die Liga, beziehungsweise auch in die Champions League natürlich ein großer für ihn. Und ich fände es irgendwie ganz interessant, mal einen Deutschen wieder in der Ligue 1 zu sehen, vor allem Torwart, weil das hatte bei Ter Stegen gut funktioniert, da gibt es ja viel Aufmerksamkeit und bei Trapp wäre das sicherlich genauso, von daher mal sehen, was der so macht, auf jeden Fall wäre es kein schlechter Schritt, sondern man könnte ihn nur dazu beglückwünschen. Gut, das war's von dieser Episode, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn wir 1000 Likes schaffen, wie gesagt, wäre das richtig, dann kommt morgen direkt die nächste Episode, schreibt mir die Meinung in die Kommentare, genauso wie die Spieler, die als nächstes drankommen sollen. Ich wünsche noch einen wunderschönen, sonnigen, aber diesmal wirklich angenehmen Tag, bis dann, haut rein und ciao.